Servus und herzlich willkommen zu unserem neuen 1:1-Talk. Wir sind heute mal wieder zu Gast hier im Audidom, der Heimat der FC Bayern Basketballer. Auch für die eine besondere Situation, gerade durch Corona. Der internationale Wettbewerb, der ist vor einigen Wochen schon losgegangen, die Euroleague. Viele Spiele innerhalb von kurzen Tagen, jetzt mal ein paar Tage Pause. Und so hat der Geschäftsführer die Zeit gefunden für uns, Marco Pesic. Servus, Marco. Willkommen im Audidom. Dankeschön. Marco, erstmal die Frage an dich. Wie geht's dir denn persönlich jetzt gerade in der Situation und wie geht ihr als FC Bayern Basketball mit Corona um? Wir haben jetzt eine lange Reise in Israel, dann nach Istanbul gehabt. Alle haben sich mehr als vorbildlich verhalten, wirklich sehr, sehr diszipliniert, haben sich an alle Regeln gehalten, die wir vorgegeben haben. Und Gott sei Dank, Stand jetzt haben wir. Sind alle gesund, aber man weiß ja auch, dass das mehr oder weniger nicht alles kontrollierbar ist. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass wir alle sehr, sehr zufrieden sind, wie sich die momentane Situation darstellt. Die BBL, die ist noch nicht losgegangen, aber der BBL-Alltag, sage ich jetzt mal, der rückt ja auch wieder näher. Was glaubst du denn, wie wird dieser Alltag aussehen und ist die Liga gut vorbereitet für die anstehende Saison? Ich finde, die Liga macht einen extrem guten Job. Wir sind alle sehr gut organisiert. Die Liga unterstützt uns in allen, was nötig ist, sehr gut. Man muss aber allerdings sagen, dass dieser Liga-Anfang, glaube am 8. November spielen wir hier im Audidom gegen Vechta. Das erste Spiel schon, also erstmal so weit weg von heute ist. Man muss wirklich von Tag zu Tag sehen, wie man durch diese Situation oder von Spiel zu Spiel, wie man diese Situation navigiert. Aber wir sind, ich meine, genauso wie ihr oder wie unsere Fußballer oder die Fußballdamen, wir haben uns daran gewöhnt, dass das neue Normale ist, halt, dass man nicht zwei Wochen im Voraus planen kann, sondern einfach das nächste Training, das nächste Spiel. Und dabei sollten wir auch bleiben. Das hat uns geholfen, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt momentan sind. Im Pokal, man ist mit dieser Niederlage ja nicht ausgeschieden. Es besteht noch die Möglichkeit, sich fürs Final Four zu qualifizieren. Das wird hier in München stattfinden, mal wieder, wie ja auch das Finalturnier der BBL. Warum klappt das hier alles so gut und was würdest du sagen, warum vertraut euch die Liga da so sehr? Na, erstmal gehört ja dieser Audidom uns. Und Gott sei Dank verfügen wir auch über diese tolle Halle selbst und können entscheiden, was hier stattfindet oder nicht stattfindet. Wir haben uns jetzt nicht aktiv beworben. Wir haben der Liga gesagt, pass auf, wenn ihr uns braucht, stehen wir zur Verfügung. Das Besondere bei diesem Final Four ist, dass man bis eine Woche vor dem Final Four eigentlich nicht weiß, wer alles teilnimmt. Und da ist natürlich schwer für Mannschaften, die sich dann irgendwann qualifizieren sollten für das Final Four, in so kurzer Zeit eine Heimhalle zur Verfügung zu stellen, weil die einfach den Verein nicht gehört. Und wir haben unsere Hilfe angeboten, ist angenommen worden. Die Liga und die Vereine wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, dass das hier auch so organisiert wird, dass es auch passt. Und daher freuen wir uns, dass wir helfen können. Ja, dann nehmen wir doch das Finalturnier in München mal als Aufhänger. Das war organisatorisch perfekt, sportlich leider enttäuschend. Ihr seid im Viertelfinale schon rausgegangen. War das der Grund für den großen Umbruch oder wäre der nach der Saison so oder so gekommen? Ja, völlig richtig. Organisatorisch war das wirklich ein Erfolg, nicht nur für uns, sondern für die Liga auch. Sportlich war das ungenügend. Nicht nur, dass wir im Viertelfinale rausgeflogen haben, sondern die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert hat und wie wir gespielt haben, war ungenügend. So, das Turnier hat schon eine Rolle gespielt, aber auch wenn wir Meister geworden wären, hätten wir den gleichen Schritt gemacht. Ich finde, nach einer gewissen Zeit stellen sich auch viele Mechanismen ein. Wir haben eine Auffrischung gebraucht. Wir haben das schon im Januar, Februar entschieden, in welche Richtung wir gehen wollen. Nach außen sieht das vielleicht so aus, dass es durch dieses Ergebnis passiert hat. Aber natürlich hat das vielleicht ein bisschen beschleunigt, aber die Idee an sich war schon länger im Raum. Wenn wir mal auf die Abgänge schauen, dann stechen vor allem zwei Namen natürlich direkt ins Auge. Und zwar Danilo Bartel, der war Kapitän, Mauro Dolo, zwei der besten deutschen Spieler, die in der BBL gespielt haben. Wie sehr hat es euch geschmerzt, dass die jetzt weg sind?
Ja gut, Danilo Bartel war Kapitän von Bayern München und er hat großen Anteil auch an der Entwicklung in den letzten 4 Jahren gehabt, die der Verein genommen hat. Aber auch der Verein hat großen Anteil an seiner Entwicklung gehabt. Das geht öfters in dieser ganzen Kommunikation unter. Hätte ich mir gewünscht, dass Danilo weiter bleibt, ja. Können wir und müssen wir ohne Danilo? Natürlich. Ich wünsche ihm für seine Zeit in Fenerbahce, das ist eine riesengroße Herausforderung für ihn, alles Gute. Wir haben uns ja letzten Donnerstag, Freitag in Istanbul gesehen, es geht ihm offensichtlich gut. Es hat mich trotzdem gefreut, dass wir ihn geschlagen haben. Natürlich. Oder Fenerbahce geschlagen haben. Ich wünsche ihm alles Gute und er wird die Türen bei Bayern München stehen für ihn selbstverständlich immer offen. Maudo ist ein anderer Fall. Maudo, den haben Sie auch schon geschlagen? Genau, Maudo haben wir auch geschlagen. Ich hoffe, es wird nicht das einzige Mal diese Saison sein, dass wir Maudo geschlagen haben. Aber Maudo hat, die Entscheidung von Maudo hat einen ganz anderen Hintergrund. Es ist eine persönliche oder private Geschichte im familiären Umfeld. Und die haben wir zu respektieren. Für mich war es schon sehr früh klar, auch in der Saison, dass Maudo mit diesen Gedanken spielt. Und das ist mehr als, wie soll ich sagen, gerechtfertigt. Und auch Maudo weiß, und so sind wir auseinandergegangen, hat den Vertrag über 1 Jahr unterschrieben. Wenn er sich wieder in der Lage sieht und München, die Stadt, er hat ja Luftlinie von mir an der Münchner Freiheit 100 Meter weg gewohnt. Wir haben viel Zeit auch zusammen verbracht, denn er weiß ganz genau, dass er hier sein Zuhause hat. Und mal schauen, was in der Zukunft passiert. Dann schauen wir jetzt mal auf die Neuzugänge und nehmen da mal den einen oder anderen raus. Wade Baldwin, da hört man jetzt schon Stimmen, der Typ hat das Zeug, ein echter Euroleague-Superstar zu werden. Wie siehst du ihn? Ohne Frage, aber das Zeug dazu zu haben und das dann wirklich zu werden, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir wollten Baldwin unbedingt letztes Jahr schon haben. Wir waren in der Entscheidung etwas zu langsam. Olympiakos hat ihn uns von der Nase weggeschnappt. Ich mag ihn sehr. Ich glaube, dass er mit einer richtigen Motivation hier ist. Alle reden über sein Spiel im Angriff, das bis jetzt natürlich noch nicht perfekt ist, aber sehr gut ist für den Zeitpunkt in der Saison. Er ist ein überragender Verteidiger. Mit seiner Athletik und seiner Armspannweite auf der Position ermöglicht uns 1000 verschiedene Optionen in der Verteidigung. Wenn er gesund bleibt und wenn er weiter so trainiert und sich so verhält wie bis jetzt, dann ist das möglich, dass er ein ganz großer wird. Dann haben wir Jalen Reynolds. Da habe ich mir gedacht, dem musst du doch eigentlich sofort einen Rentenvertrag geben, weil der Typ wird der Publikumsliebling schlechthin mit seinem Einsatz und seiner Art zu spielen, oder? Ja, grundsätzlich ist es so, dass es sehr, sehr schade ist, dass diese Mannschaft nicht vor Zuschauern in dem Audiodom spielt, weil ich finde schon, dass der Funke sofort drüber springen würde. Es ist eine Mannschaft, die mit Herz und Einsatz spielt. Jalen ist ein Spieler, der vielleicht etwas unterm Radar gelaufen ist. Wir kennen ihn ja schon vor 3 oder 4 Jahren, weil bei Reggio Emilia hier im Eurocup gespielt hat. Interessant war, dass als mein Vater in Barcelona war, ich glaube sogar in derselben Saison, als Saison drauf und kurzfristig eine Verstärkung auf der Position gesucht hat, habe ich ihm gesagt, guck ihn dir an. Ich finde, er hat unglaublich viel Potenzial, ihm fehlt so ein bisschen die Konstanz, ist so ein bisschen von der Konstanz her ähnlich wie Derek Williams, der zu uns gekommen ist. Aber von der spektakulären Art und Weise, wie er spielt, sind beide Spieler, oder könnten beide Spieler, die eine ähnliche Bedeutung für uns haben. Und ein super Junge, tatsächlich wirklich ein extrem guter Junge, dessen größte Qualität seine Energie ist. Und Energie kannst du nicht kaufen, die lernst du auch nicht. Entweder hast du sie oder hast es nicht. Und das ist seine größte Qualität. Andrea Trinchieri, kann mir vorstellen, ein Segen, dass er bei den Bayern ist, aber sicherlich auch eine Herausforderung. Wenn man das mal beobachtet bei den Spielen, der ein oder andere Spieler hat da schon mal eine Standpauke vom Allerfeinsten abbekommen. Wie gehen die Spieler damit um? Was ganz wichtig ist, oder was ganz wichtig war in den ersten 4, 5 Wochen, ist es, eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen zwischen Trainer und Spieler. Wenn man diese geschaffen hat, dann diese Vertrauensbasis, indem man vertraut, dass das, was der Trainer spielen will, erstmal passt und gut ist und Erfolg bringen kann,
dann kann sich ein Trainer auch erlauben, ein Spiel auch während einem Spiel laut, so wie Andrea das macht, auch zu kritisieren, weil das nichts Persönliches dabei. Ich finde, ein Trainer, der erstmal sich selbst fordert, aber dann auch andere, ist genau das, was wir brauchen. Und unterm Strich, das Wichtigste für mich ist, dass Andrea nicht nur die jungen Spieler oder die Spieler, die wenig Einsatzzeiten bis jetzt haben, kritisieren, sondern genau die kritisiert, die hier Leistung bringen müssen und führen müssen und so weiter. Genauso behandelt wie der andere, also dass alle Spieler gleich behandelt werden, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Das ist eine große Stärke, er hat keine Angst, auch mal Djedovic seine Meinung zu sagen oder Lucic seine Meinung zu sagen oder sie mit Spielzeit zu bestrafen, wenn sie nicht gut trainieren. Wenn wir über das Projekt FC Bayern Basketball sprechen, Herbert Heiner hat ja auch von großen Projekten, von großen Plänen gesprochen, gerade im Nachwuchsbereich. Wo geht es denn hin mit dem Projekt FC Bayern Basketball? Heiner hat das richtig gesagt. Wir haben uns ja im Januar, Februar zusammengesetzt und haben so einen Dreijahresplan gemacht, eine Strategieplanung, wo wir in 3, 4, 5 Jahren sein wollen. Jetzt natürlich, wie für alle andere, diese Pandemie dazwischen gekommen, die uns ein bisschen vor andere Herausforderungen stellt. Nichtsdestotrotz haben wir einige Projekte vor. Der SAP-Garden ist eins, aber vor allem der Audidom, Weiterentwicklung des Audidoms als Eventmarke in München, genauso wie der mögliche Bau eines Performance-Centers auf dem Campus, wenn es so geplant und gemacht wird, wie wir uns das alle vorstellen, neue Standards in Basketball Europa stellen wird. Und das alles zusammen mit dem Standort München und den Möglichkeiten, die wir auch in der medizinischen Abteilung haben und alles drum und dran, hat uns so dazu geführt, dass wir München so ein bisschen als Basketball-Hub Europa sehen wollen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir die Ergebnisse und die Entwicklung der ersten Mannschaft vernachlässigen wollen. Im Gegenteil. Aber ich glaube, dass wir noch mehr in die Jugend und noch mehr investieren müssen, vor allem infrastrukturell, und dass wir noch mehr in Scouting, noch mehr in Analytik investieren müssen, dass wir da etwas schaffen, wo noch mehr Spieler aus unserem Jugendbereich den Weg in die erste Mannschaft schaffen. Marco, dann sage ich herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dir persönlich und der Mannschaft, dass sie von Corona verschont bleibt. Hoffen wir alles. Vielen Dank. Gute für die nächsten Spiele. Danke. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz viel Spaß hier bei FC Bayern TV Live.